Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich hier gerade bei Jayan im Zimmer und ich wollte hier mal ein bisschen aufräumen und den Kleiderschrank sortieren. Das ist nämlich auch mal wieder fällig. Und zwar kann ich alle Sommersachen in Größe 92 raussortieren, weil nächstes Jahr im Sommer wird es definitiv nicht mehr passen, weil es ihr jetzt schon nicht mehr richtig passt. Dann habe ich noch ganz viel Wäsche, die ich einsortieren müsste. Ich bin gerade aus der Puste wegen den Treppen. Und dann habe ich hier allgemein so ein paar Sachen, die ich mal ein bisschen, ja, mal gucken, ausmiste. Oder guck, ob Sammy die Sachen kriegt ins Zimmer schon mal rein. Aber genau, weil Papa ist unten. Und deswegen denke ich, starten wir. So, wir fangen hier auch direkt im Kleiderschrank mal an. Ich habe zwar hier nämlich so einen Hosenrock, das ist eine 92, das kann raus. Dann habe ich hier noch so ein T-Shirt in Größe, keine Ahnung, steht nicht drin, doch hier bestimmt. Ich schneide die Zettel nämlich eigentlich immer nie ab, lasse die immer drauf. Steht natürlich nirgendwo drauf. So, ich glaube, das war auch eine 92. Das kann nämlich auch raus. Dann haben wir hier 1110. Ist zwar, also sie trägt jetzt aktuell richtig 98. Manchmal passt sogar schon 104. Aber das ist 110. Und das passt ihr auch schon echt gut. Das lassen wir nämlich im Schrank drinne. Dann habe ich hier auch noch ein T-Shirt in 110. Das kann ich auch noch drin lassen. Im Moment, T-Shirts tragen wir irgendwie gar nicht. Auch nochmal ein 110. Was haben wir hier noch? Ein... Das ist eher so für Oktober, ne? So Oktoberfestmäßig. Ich denke mal, das ist auch noch... Da steht nämlich auch keine Größe dran. Hier haben wir auch nochmal 110. Das kann auch noch bleiben. Was haben wir hier? 98. Das kann noch bleiben. Dann habe ich hier 98, 104. Das kann auch noch drin bleiben. Was haben wir hier? Auch ein... Keine Ahnung, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu klein gewesen. Deswegen kommt das raus. Dann habe ich hier noch ein Bugs Bunny T-Shirt. In 98, weil Jada mag auch keine T-Shirts und dünne Strickjacken irgendwie drüber ziehen. Also entweder darf es nur ein T-Shirt sein oder es darf einfach nur ein Pullover sein. Aber so strickjackenmäßig ist auch immer ganz süß, aber es mag sie nicht. Hier ist auch noch 104. Das passt auf jeden Fall nächstes Jahr noch. So, jetzt kommen mal die Pullover dran, weil da ist auch schon echt viel, was nicht mehr passt. Und zwar ist das aber der schöne hier. Das ist eine 92, aber der passt nicht mehr. Dann haben wir hier ein. Das ist Größe. Oh, das sieht man gar nicht mehr. Aber der passt, den hatte sie letztens erst an. Deswegen gehe ich davon aus, dass das eine 98 ist. Was haben wir denn hier noch Schickes? Dann habe ich hier noch eins. Vor allem eins. Pullover. Da habe ich auch noch ein Pullover. Steht natürlich auch keine Größe drin. Oder hier vielleicht. Das schauen wir nochmal. Und zwar ist das... Steht natürlich nicht drin. Aber das passt ihr. Deswegen gehe ich davon aus, dass es vielleicht ein 98 ist. Das ist so ein... So. Das kann erstmal hier vorne hin. Das tausche ich jetzt einmal. So. Dann geht's weiter. Und zwar haben wir hier auch einen 92er Pullover mit Einhörnern. Der ist an den Ärmeln schon ziemlich kurz. Dann habe ich hier noch einen 92. Da kann sich meine Schwiegerin ja wieder freuen. Ja, das ist auch eine 92. Das kann auch weg. Dann habe ich hier einen. Oh Mann. Warum schneiden einige Menschen die Schilder immer raus? Ich verstehe das immer nicht. Das ist so einer.
einer. Da weiß ich das gerade. Kann ich auch schwer einschätzen. Ich lasse den noch einmal drinnen zum Anprobieren. Dann geht's weiter mit einer 92. Den sortiere ich aber auch aus. Der passt nämlich nicht mehr. Wie gesagt, das passt schon, aber an den Ärmeln ist es langsam kurz, aber auch unten so ein bisschen. Dann habe ich hier noch so einen Rollkragenpullover, eine 92. Der kommt dann aber auch raus. Jetzt hier noch einen in 92, aber der passt echt gut. Der ist, fällt eher wie eine 98 aus. Obwohl der Rollkragen... Entschuldigung. Den meine ich gar nicht. Ich habe den anderen schon aussortiert, glaube ich. Das ist so ein hell rosa Farben. Der war ziemlich kurz. Der war noch ganz gut. Dann haben wir hier noch einen Sternpullover. Ich hasse es, wenn Shahin die Wäsche macht. Der macht nämlich alles verkehrt rum. Dann haben wir hier noch einen in 92. Den sortiere ich auch aus. Dann haben wir hier ein, ich weiß die Größe nicht, da steht manchmal gar nicht drin. 86, hier, guck mal. 86. Gott, oh Gott. Ich komme dazu nämlich nicht immer so gut. Deswegen muss ich immer mal gucken, wenn Schein denn da ist. Dass ich dann mal ein bisschen meine Ruhe habe auch dazu, meine Zeit habe. Hier ist ein 98, 104, der passt super. Das ist auch einer von Jaylans Lieblingspullover. Mit dem bunten Schmetterling und Glitzer. Das ist dann einmal der Pulloverstapel. Ja, dann habe ich hier, wie gesagt, so eine süße Weste, 92. Aber sie trägt sowas alles immer nicht. Dann haben wir das schon mal. Dann fangen wir mal an. Ich habe hier oben noch so ein paar Sachen. Manchmal fällt das ja alles ein bisschen auch anders aus, ne? Dann haben wir hier einmal ein Kleid in 92, glaube ich, war das. Das ist hier aber ein bisschen zu eng hinten, wenn man das zumacht. Dann haben wir hier noch so einen grünen Pullover in Größe 92. Der sieht noch ziemlich groß aus, deswegen lasse ich den noch ein bisschen drin, ne? So, dann habe ich hier noch eins in 92. Ist aber auch schon ein bisschen kurz gewesen. So ein Kleid ist das eher. Hier ist ein 98er Kleid. Das probieren wir nächstes Mal gleich an. Deswegen mache ich mir das gleich oben an die Seite, damit, falls was ist, dass ich es mir auch direkt aussortieren kann. Dann habe ich hier noch ein Kleid in 92. Schauen wir nochmal. In 92. Das sortieren wir auch aus. Und dann habe ich hier noch eins in, auch in 92, das kommt auch raus. So, das ist einmal das. Jetzt kommen die Hosen. So, da hat sie hier eine in, die habe ich eigentlich erst gekauft, glaube ich, in 98. Und da sind das diese Dragons. Das sind die bisschen ja, enger geschnittenen, trotzdem aber bequem, weil halt kein Knopf und so dran ist. Das ist so eine. Also am besten, das empfehle ich euch eigentlich mal, das ist so ein Tipp von mir. Also wenn eure Kinder noch Windeln tragen, also Jayla trägt ja noch eine Windel, aber halt zu Hause gar nicht, nur wenn wir wirklich rausgehen und Mittagsschlaf oder über Nacht. Ansonsten gar keine Windeln mit, so zu Hause überhaupt nicht. Und am besten ist das, wenn ihr wirklich noch Kinder habt, wenn ihr auch rausgeht und sie noch eine Windel brauchen, holt euch immer eine Nummer größer, weil durch die Windel ist das immer ein bisschen eng dann. So, dann habe ich hier noch eine in 92, die sortiere ich aber auch aus. Die ist Hochwasser, auch wenn das nur für zu Hause ganz bequem ist, da habe ich noch, ich habe ganz viele Hosen davon. Dann habe ich hier noch eine in 98, das ist eine Latzhose. Das ist so eine. Total süß. Die kann nämlich bleiben. Schein kriegt nämlich immer einen Föhn, wenn er dann ihr irgendwas anziehen will und dann passt das nicht. Hier ist noch eine 92er Hose. Das ist so eine selbstgemachte Hose übrigens auch. So eine blaue mit Pünktchen. So. Dann hat sie noch eine Leggings mit Pepper Woods drauf. Die passt auch ganz gut.
Genau, das ist die zweite, die ich hier habe. So eine Dunkel Jeans Dragons. Das ist 98, das weiß ich. Und dann haben wir hier noch eine in 92, so mit Marienkäferchen, aber wie gesagt, die kommt auch raus. So, dann habe ich hier noch, was ist das denn hier? Das ist der Schlafanzug, das ist auch 86, der passt hier gar nicht mehr. Deswegen liegt der hier schon parat. Dann habe ich noch von Jaylan hier ihr Halloween-Kostüm. Das bewahre ich aber noch auf, weil das habe ich in eine Nummer größer geholt, weil das passt immer ganz gut noch länger. Das kommt dann vorne hin. Jetzt hole ich erstmal den Wäschekorb. So, jetzt habe ich mich mal ein bisschen hingesetzt hier. Es geht weiter in eine Hose N98. Das ist die Schlapperhose. Die behalten wir. Dann habe ich hier noch ein N98. Weil man räumt auch immer wieder rein. Anstatt dass ich das im Keller, wenn ich mir die Wäsche abhänge, gleich kontrolliere. Nein, ich räume es immer in den Wäschekorb und dann fange ich erst oben wieder an. Dann haben wir den noch in 98. Der passt ja auch noch. Dann haben wir hier noch einen in 92. Den sortieren wir auch aus. Obwohl der eigentlich noch passt. Nee, den behalte ich noch. Ich glaube, das ist einer, der noch ganz gut passt. Hier ist der. Der passt ja nämlich nicht mehr. Das war nämlich, ja. Das ist der. Den habe ich eigentlich schon aussortiert, dachte ich. 92. So, dann haben wir hier noch eine Hose. Die ist auch unten zu kurz gewesen. Die kommt rüber. Dann habe ich hier noch was. Auf jeden Fall ist das ein 2 Jahre. Also ich denke mal so eine 98er ist das, ne? Und der ist auch richtig weich und kuschelig. Dann haben wir hier noch eine Hose in 92. Die sortiere ich jetzt auch aus. Wie gesagt, unten ist es ja nicht schlimm, wenn das ein bisschen kurz ist. Aber ich habe einfach zu viele nachher davon. Deswegen kann sie lieber die tragen, die wirklich passen. Dann habe ich hier noch so eine schwarze Leggings. Die passt ja auch noch. Für Weihnachten habe ich ja übrigens ja ein Kleidchen gekauft. Ja, ja, ja. Auch richtig süß. Dann haben wir hier noch einen in 92. Das waren eine meiner Lieblingspullover irgendwie, die ganzen bunten. Unter anderem den auch hier. Das ist eine 92 mit den Einhörnern, aber der passt nicht mehr. Dann habe ich hier noch eine Hose in 92. Schlabbi-Hose, passt nicht mehr. Dann habe ich hier noch einen in 92. Der kann auch aussortiert werden. Der hier und hinten sieht er so aus. Total niedlich, aber der passt auch nicht mehr. Dann habe ich hier noch eine Hose in 92. Die sortieren wir auch aus. Dann habe ich hier noch eine in 92, die sortieren wir auch aus. Eine gestreifte Jogginghose. So, ich habe so viel irgendwie. So, das kommt da rein, das kommt hier rein. Schlafanzüge, das ist eine 92. Der passte der noch? Ja, der passte noch. Der war noch okay. Ach, sie hat so viele Schlafanzüge. Hier ist auch noch ein 92er. Aber bei den Schlafanzügen ist es meistens so, die fallen immer ein bisschen anders aus, finde ich. Deswegen, so Schlafsachen brauche ich gar nicht aussortieren, da passt das noch. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist noch ein Schlafanzug. Einer in 98. Und der Büchs. Dann hat sie letztens von meiner Schwester und von meiner Mutter noch ein Kleidchen bekommen. Und zwar hat sie einmal das hier bekommen. Mit Pepper Woods natürlich. Und das andere ist hier. Kennt ihr das, ne? Das kann man ja dann so machen.
Entweder ist es so oder es ist Silber. So eins. Was ist das? Noch ein Unterhemd. Dann hat sie noch ein Pullover in 92. Jetzt rotieren wir aus. Die Halloween-Zeit ist hier eh rum. Dann hat sie hier noch einen Schlafanzug. Hello Kitty, der passt aber noch, das weiß ich. Also kann er hier rein. Dann hat sie hier noch einen Schlafanzug. Obwohl, das ist eigentlich so ein normaler Anzug für unterwegs, also so für draußen. Aber ich fand das irgendwie zu pink. Dann habe ich hier noch eine Unterhose. Dann haben wir hier noch eine N92, so eine Einhornhose. Die sortieren wir aber auch aus. Eine Strumpfhose, die passt. Die passen eh immer so lange. Dann hat sie hier noch eine schwarze Strumpfhose. Dann Unterhemd und noch ein Unterhemd. So, dann haben wir hier noch eine Hose in 92. Die sortieren wir halt auch aus. Dann habe ich hier noch eine Leggings in 98. Zack, mit Sternchen. Für zu Hause, wie gesagt, ja eh immer bequem. So, dann habe ich hier noch ein Unterhemd und die Unterwäsche. Dann habe ich hier noch eine Hose in 92. Die kann raus, die passt nicht mehr. Unterbüchs. So, dann habe ich hier noch einen in 92, einen Pullover. Den muss ich auch nochmal umdrehen. Das ist so einer. Aber der kommt jetzt auch weg. Schlafanzug. Passt. Dann habe ich hier noch so eine kurze Hose. 98, 104. Die kommt rein, aber in die Ecke. Schlafanzug. So, dann habe ich ihre ganzen Jacken ein bisschen aussortiert. Und die Zeit ist jetzt wirklich vorbei. Einmal so eine. 98. Das ist so eine Strickjacke. Die habe ich erst frisch gekauft. Dann habe ich noch so eine Jacke zum Spielen für den draußen, aber die wird nächstes Jahr definitiv nicht passen. Dann habe ich hier noch eine Jacke in 98, 104, die kommt dann erstmal wieder in den Schrank zurück. Dann habe ich hier noch so eine Regenjacke, die ziehen wir auch schon mal aus. Dann habe ich hier noch so eine andere Jacke, halt immer wenn man draußen ist für den Spielplatz oder so. Ich weiß nur nicht, welche Größe das ist. Das ist die hier. So eine grüne, die kann man wenden auch. Von innen sieht sie dann so aus, also von außen. Oder man trägt sie anders. So, die hänge ich dann auch erstmal auf. Dann habe ich hier noch so eine leicht gefütterte Jacke. 98, 104, die bewahre ich dann auch noch auf. Und dann habe ich hier noch eine Regenhose. 74, 80. Kann der Sammy bald tragen. So, ich glaube, Jalen war jetzt. Genau, das sind meine Klamotten. So, das war auf jeden Fall erstmal das Ausmisten. Hat sich ja wieder gelohnt. Ist ja ganz schön eine ganze Menge, ne? So, das andere räume ich jetzt erstmal in den Schrank rein und so. Und dann wollte ich ja mal ein bisschen hier im Zimmer aufräumen. So, Kleiderschrank, wie gesagt, fertig. Was haben wir hier noch drin? Hier ist noch Bettwäsche drin. Und noch so eine Jacke und das andere. Die hänge ich nachher auch noch mal auf den Bügel. Aber da sind auch noch Klamotten drin, sehe ich gerade. Und so viel Bettwäsche. Ich mache das jetzt, wenn ich schon mal dabei bin. So, wenn man schon mal dabei ist, dann kann man das auch ein bisschen aussortieren. Hier ist noch eine Hose in 116. Das wird ihr ja nicht passen. Das ist ja noch ein bisschen zu groß. Deswegen hängen wir jetzt die Sachen auch einmal an den Bügel. Wenn schon, denn schon. Eins. Zwei. Und drei.
So, Jacken hängen. Hier ist aber nur noch Bettwäsche. Die Hose kommt erstmal raus. Ich habe ja noch hinten den anderen Schrank, da habe ich ja Sachen drin, die einfach noch zu groß sind. So, was haben wir noch? Hier habe ich nämlich auch noch einen Schneeanzug in Größe. Ach, steht nicht dran. Ich hasse es. 116. Der wird doch noch ein bisschen zu groß sein. Also hängen wir den auch erstmal an. Ich versuche regelmäßig mir die Zeit nämlich zu nehmen und wirklich mal so die Zimmer aufzuräumen, auszumisten, wenn ich wie gesagt dazu komme. Hier habe ich noch so ein Babynetz. Das brauche ich nicht. So. Was haben wir hier in dieser Schublade? Bettlaken und unten auch nochmal Bettwäsche. Das bleibt drin. So, dann habe ich das schon mal. Jetzt gehe ich mit euch nämlich an den anderen Schrank und da sind Klamotten, die vielleicht bald passen könnten. Gehe ich die jetzt durch oder nicht? 116. Ich glaube, da ist keine 98 bei. Ach, ich mache das jetzt mit euch. Zack. Zack. Und zack. Zack. Jetzt habe ich mir nochmal den ganzen Stapel rausgeholt. Und den gehe ich mit euch jetzt einfach mal durch und guck mal, ob ich da was in 98, 104 finde. Wäre ja ganz gut. So. Ich habe eine Jacke hier in 104. Das ist so eine. Die kann ich mit runternehmen. Hier hat nämlich Vanessa ihr mal mitgebracht. Ganz niedlich. So, dann gucken wir hier nochmal die Hosen. 116, das ist definitiv zu groß. Und das ist nämlich auch noch 116. Die wird auch noch nicht passen. Dann habe ich hier noch eine Weste, eine Jeansweste, 116. Machen wir mal 116er Stapel, ne? Hier habe ich noch eine 116 Leggings. Aber ich glaube, das wird auch alles noch zu groß sein. Auch noch eine 116. 116, 122. Hier ist so ein Sommerkleid, das brauche ich mir gar nicht erst angucken. So, weiter geht's. Hier ist auch noch eine 116, das passt nicht. So. Pullover 116. Strumpfhose 110, 116. Ich sortiere die mir schon mal einfach in den Schrank ein. Vielleicht passt die ja. 116. Das wird noch definitiv zu groß sein. Dann habe ich hier noch eine 104. Guck mal. Die könnte doch vielleicht mal passen. Dann meistens noch eine Strumpfhose drunter. Dann könnte das sein. Dann habe ich hier noch so zwei Mützen gefunden. Eine, zwei. Es war jetzt nicht mehr ganz so. Aber für kurze Strecken, wenn man jetzt, sag ich mal, in Center oder so fährt. 158. Hier ist auch noch so eine Mütze gleich mit Schal dran. Kann ich mit runternehmen. Hier habe ich auch noch gefunden. Kann ja auch, ist ja bald soweit. 110. Das ist doch noch zu groß. Ich glaube, das ist der Stapel, wo eigentlich alles zu groß ist. Ich glaube, den brauche ich gar nicht so extrem mir auseinanderpflücken hier. Was ist denn hier? Wohl eine 104 Hose habe ich hier gefunden. Hier noch eine 104. So. Kann ja bald passen vielleicht. Was haben wir hier? Hier steht natürlich nichts dran, aber vielleicht ist es ja eine 104. So, dann habe ich hier noch ein Unterhemd. Das sortiere ich auch gleich ein, weil das ist ja nicht so schlimm, wenn es ein bisschen lang ist. Die Strumpfhosen auch. Dann habe ich hier noch 110, aber die wird noch zu groß sein. Die Strickjacke, vielleicht mag sie das bis dahin ja. Ich
Hier nochmal eine Strumpfhose, Socken auch. Hier ist noch eine Hose in 98. Super, guck mal, 98er Hose. Dann habe ich hier noch 104 eine Bluse. Die könnte vielleicht auch mal passen. Dann habe ich hier, das gehörte mal Vanessa, wo sie ganz klein war. Also nicht ganz klein, aber das hat sie so in der Schule selber mal gemacht. Im Kindergarten. Im Kindergarten. So, was ist das? Oh, ich mag das nicht. Ich mag sowas eigentlich gar nicht. Guck mal, das ist so eine komische, ganz Baumwoll, komischer Stoff. Hier ist auch noch eine Mütze, das können wir nämlich alles super mit runternehmen. Hier ist noch eine Mütze. Und ich habe heute noch gesagt, Jalen hat kaum Mützen. Dann habe ich hier noch eine 104. Leoparden-Look, die nehmen wir auch nochmal mit runter. Ich glaube, das Video wird auch einfach zu lang. Ich glaube, ich mache ein separates Video nochmal, wie ich Jalen Zimmer aufräume und Sammys Kleiderschrank mache. Ich denke mal, das mache ich gleich zwar in einem Wisch alles, aber ich glaube, ich lade sie separat hoch. Ich glaube, das ist sonst zu lang. So, dann habe ich hier noch so eine Hose. Aber ich weiß gar nicht, was man dazu anzieht. Das ist so, seht ihr, das sieht aus wie so ein Rock, aber... keine Ahnung. Dann haben wir hier noch einen Pullover in 110. Der. Obwohl der vielleicht passt. Könnte das sein, dass er passt? 110, 116. Glaube ich nicht. Ich lasse das lieber noch im Schrank. Dann haben wir hier noch einen in, das ist aber M, aber sie liebt ihn hier. Sie liebt ihn. Dann habe ich hier noch eine Jacke, aber die ist zu groß, das sehe ich jetzt schon. Dann habe ich hier noch so eine komische Hose, 18 Monate. Die passt ja gar nicht mehr. Die kann darauf. Und dann habe ich noch einen Pullover in 122, gut, das dauert noch ein bisschen. Aber manchmal fällt das alles anders aus, deswegen kann das jetzt erstmal wieder in den Schrank zurück. So, ihr Lieben, ich denke, wir belassen das wirklich mal bei einem Video mit dem Ausmisten erstmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Deswegen mache ich jetzt im Anschluss einfach nochmal Jaylans Zimmer aufräumen und vielleicht, wenn ich schaffe, auch nochmal von Sammy das Zimmer, die Klamotten zumindest. Deswegen mache ich lieber drei Videos. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.